Servus Leute und willkommen zu Let's Play Command Conquer 4, den Multiplayer beim dritten Part. Wir spielen 3 gegen 3 bei der GDI auf einer Wüsten-Map. Wir spielen mal Unterstützer, wenn ich mal Bock drauf habe. Habe ich noch nie gespielt, also in der Aufnahme. So. Zack, ein paar von denen. Stationierung erfolgreich. Warten auf weitere Befehle. Das pausieren wir mal und bauen 2 Ingenieure fürs Tiberium sammeln. Wie gesagt, Tiberium ist das Wichtigste, was man am Anfang sammeln muss. Feindliche Einheiten gesichtet. Da kommt nämlich schon der Feind. Feindlicher Crawler geortet. Schnell, schnell, schnell. Achso, klar, ihr könnt weiterbauen. Man kann insgesamt, glaube ich, ja, es sind 5 Einheiten, die man während der Crawler sich bewegt hat, bauen kann. Hier können wir bleiben. Ja, ja, die Einheit werde ich schon noch zerstören. Hoffe ich zumindest. Schnell, komm. So, komm hinterher. Hinterher, schnell. Angreifen. Der Feind hat Kontrollknoten 5 erobert. Feindliche Einheiten schnell gesichtet. Wir haben Kontrollknoten 4 besetzt. Bricht sich da irgendwas aus? Haben das Gebäude erobert. Was gibt's, Zentrale? Fuck. Standardprozedur. Jetzt schafft das noch, egal, ich zieh mich zurück. Haben das Gebäude erobert. Shit, shit, shit. Sie haben Knoten 3. Schnell nach oben. Das habe ich jetzt nicht geschafft. Empfange dann. Eine Einheit wird angegriffen. Ah gut, machen sie schon. Ich habe geschrieben, dass sie Tiberium sammeln sollen. Im Gleitflug. Wir geben ihnen Deckung. Feindliche Einheiten gesichtet. Am Anfang ist ja echt das Wichtigste, nur dieses Kack-Tiberium. Oh, jetzt habe ich keine Einheit, doch den Panzer. Nee, nee, nee. Unterwegs. Einsammeln und gleich hier hin. Wir geben ihn du auch. Unterwegs. Am besten in die Mitte. Da hat es nämlich nochmal so einen Kontrollpunkt. Eine Einheit wird angegriffen. Wir haben Knoten 1 besetzt. Schnell. Wurde installiert. Schnell. Da, seht ihr's? Das sind sie hochgefahren. Die zerstören wir jetzt gleich mal. Haha. Das schaffen sie nicht, meine Einheiten sind viel zu stark. Die schießen zurück. Zeigen wir ihnen, was ja, ach nee. Na ja, komm, macht sie kaputt. In die Lücken. So läuft das. Komm schon. Nee, jetzt haben sie den Punkt. Oh fuck, oh fuck. Ja gut, wir haben es geschafft. Weil hier kann man das Tiberium abliefern. Wenn die Zone Nord gehört, dann könntest du sie hier gleich abgeben. Nein! Haben sie es geschafft. Eine Einheit wird angegriffen. Scheiße. Weil man kann hier nämlich das Tiberium zerstören. Und dann entsteht da so ein Gewittersturm. Und der zerstört halt alle in der Umgebung befindlichen Einheiten. Und das ist nicht so toll, weil der ist echt stark, dieser Gewittersturm. Ist aber, geht glaube nur 5 Sekunden oder so. Also ist nicht wirklich was Besonderes. Von der Dauer her. Alter, was macht der hier unten? Was macht der hier unten? Die mich verarschen. Der hat nichts zu suchen. Ja, ja. Unser Crawler wird angegriffen. Ein paar von denen, ein paar von denen. Feindlicher Crawler geortet. Ja, schön. Fahrt hoch, fahr hoch. Neues Einsatzziel erhalten. Fahr hoch. Ja, yeah, gut. Wieder nach unten. Eine Einheit wird angegriffen. Sind wir auch noch alle? Nicht wie im letzten Part. Sie mir die Höhe, wo einer rausging. Oder beide dann am Ende. Sogar alle dann, glaube ich. Weiß es nur so genau. Ja, wir haben jetzt schon eine gescheite Armee. Den Punkt können wir noch einnehmen. Wir haben Knoten 4 oh fuck. Verloren. Wir haben ein Gebäude verloren. Ja, die versuchen diese Zone zu erobern, aber das schaffen sie nicht. Weil unsere Einheiten einfach viel zu stark sind. Ja, diese Forschungspunkte sind echt wichtig. Besser gesagt, die Upgrade-Punkte. Steht ja hier. Der Feind hat jetzt 4 Kontrollknoten. Ja, das dachte ich mir schon. Komm, greif an. Einnehmen, der kann hier oben bleiben. Komm hoch. Nicht du, du hier. Du kannst schon zurück. Wir haben Knoten 1 verloren.
Sie haben Knoten 2 verloren. So. Ja, das ist schon mal gut. Wir haben zwar weniger Kontrollpunkte, aber dafür haben wir mehr Forschungspunkte und die sind am Ende dann viel wichtiger. Weil selbst wenn man 1000 Punkte Vorsprung hat, wer am Ende dann die bessere Armee hat, das entscheidet dann wirklich. Wir haben jetzt 4 Kontrollpunkte. Der kann nochmal das Tiberium einsammeln. Wir haben Knoten 2 besetzt. Der da oben braucht Hilfe. Seht ihr? Der geht hier schon auf Anti-Flugabwehr. Was für Anti-Flugabwehr? Auf Flugabwehr halt. Anti-Flugabwehr wäre dein Panzer. Ja, genau, perfekt. Jetzt kann ich sie zerstören. Das war so eine Art EMP. Elektromagnetischer Impuls. Impuls. Komm schon. Sehr gut. So, das ist halt nur Teamwork. Nur leider haben sie das Tiberium bekommen. Und hier unten auch. Eine Einheit wird angegriffen. Da war noch ein Tiberium. Kristall. Stealth-Einheit geortet. Unser Verbündeter hat Crawler verloren. Wo? Wir haben Knoten 1 besetzt. Oh shit. Endlich! Ich komme. Den könnte ich mal angreifen, ne? Wir haben zu wenig Kommandeurspunkte. Warum mich da niemand sammelt das nicht ein? Och Gott. Nee. Lieber den angreifen, komm, ich jetzt egal. Wir haben Knoten 1 verloren. Ist nur nervig. Wir geben ihnen Deckung. Ihr habt's gehört. Stealth-Einheit geortet. Weil die mit der Zeit jetzt richtig viele Punkte bekommen. Upgrade-Punkte. Ja, genau. Ja, super, jetzt zerstören wir den scheiß Crawler. Der Feind hat jetzt 4 Kontrollpunkte. Feindlicher Crawler. Yeah! Geil. Ja, du kannst schon mal abhauen, schon zu spät. Unterirdische Struktur geordnet. What the fuck? Sind sie so stark? Waffen sind aktiviert. Sie sind so stark. Eine Einheit. Aber wo schnell nach. Was ist los mit diesem Typen? Eine Einheit verloren. Zerstört einen scheiß Crawler. Feindliche Einheiten gesichtet. Wir haben ein Gebäude verloren. Komm schon, geh drauf. Der Feind hat einen Crawler verloren. Oh, oh, oh. Verteidigungsanlagen. Ich mag dieses Geräusch. Der Lager ist nicht installiert, Sir. Ja. So spielt man im Team. Ja, okay, da kümmert sich ums Tiberium. Stealth-Einheit geortet. Haha, geht doch. Meine Fresse. Hier oben sind sie. Guck ich mal, dass ich mehr auf Panzer gehe. Feindliche Einheiten gesichtet. Mittelschwere Fahrzeuge, okay, das geht. Wo soll's hingehen? Dann nehmen wir mal den Punkt 5 ein. Gut. Wir haben Knoten 5 besetzt. Shepard Panzer bereit. Der Feind hat jetzt 4 Kontrollknoten. Komm, wir gehen eins weiter nach hinten. Oberkommando. Pflanzen uns da nach. Der kann nach oben. Oh nein, das sind die Stealth-Panzer. Stealth-Panzer! Fuck. Zerstören so schnell meine Flugzeuge. Ja, geht sogar. Ja, die greifen mich da dann sehr gut. Irgendein Fehler. Und haben gerade ein anderes Ziel im Sicht. Sehr gut. Oh, was habe ich jetzt für ein komisches Zeichen da vorne? Ja, jetzt wieder weg. Schnell nach oben. Hier sind sie irgendwo. Verstecken sie sich oder hauen ab. Na egal. Feindliche Einheiten gesichtet. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Kontrollpunkte einnehmen. Wir haben 3 Kontrollknoten. Bevor die zu viel Punkte machen, also einen zu großen Vorsprung haben. Weil am Ende manchmal kommt es echt auf die letzten 200 Punkte an. Da sind sie. Ich muss doch wissen, dass sie irgendwo hier noch sind. Wir haben sie. Ausgesetzt. Wir haben Knoten 5 verloren. Im Gleitflug. Schnell. Alter. Ja, ich mag die Stealth-Panzer als Feind nicht so wirklich.
Weil die halt auch gut gegen beides sind. Die sind zwar nicht sehr gut gegen Panzer, aber können auch dem Panzer ordentlichen Schaden zufügen. Wenn man die in eine große Masse baut. Wir haben drei Kontrollknoten besetzt. Komm, nimm's Tiberium, wir brauchen das. Genauso wie hier oben. Ja komm. Einer muss es hier einnehmen. Bin halt ich der Trottel. Einer muss es halt einnehmen. Sonst machen wir keine Punkte. Wir haben vier Kontrollknoten besetzt. Dann nach oben. Hopp. Wir haben Knoten 4 verloren. Ja, jetzt haben wir 3 Punkte. Jetzt machen wir mehr Punkte als die. Noch sind alle da, sind noch alle Level 20. Kalle hat den Nachteil. Oh nein! Oh nein, oh nein, oh nein! Hab's gesehen. Wir haben Knoten 1 verloren. Da wollten sie meinen Crawler zerstören. Lass ich den nicht durchgehen. Einheiten gesichtet. Ich höre sie. Haben das Gebäude erobert. Schnell nach oben, schnell nach oben. Power. Wir haben zu wenig Kommandeurspunkte. Geh hier nach hinten. Sie haben Knoten 1. Fuck. Ich habe ja nur Panzer. Stealth-Einheit geortet. Ingenieur einsatzbereit. Ja, was mache ich jetzt? Ach komm, ich baue nur noch die. Oder? Sie haben Knoten mittelschwere. 5 verloren. Sie haben Knoten 4 verloren. Also F2, F7. Einheit verloren. Wir haben Knoten 3 verloren. So. Eine Einheit wird angegriffen. Feindliche Einheiten gesichtet. Hey, ich habe zu viel Panzer gebaut. Jetzt kann ich halt nichts gegen diese Flugzeuge ausrichten. Und der Crawler haut jetzt auch an. Wir haben drei Kontrollknoten besetzt. Stealth-Einheit geortet. Wir haben eine helft mir. Sehr gut. Sie haben Knoten 3. Ja, zusammen angreifen. Wir haben Knoten 4 verloren. Wir nach. Wie aus dem Lehrbuch. Oh nein. Oh Gott. Hat verfehlt. Hat vielleicht gerade mal 3 Einheiten erwischt oder so. Komm schon, greif an. Egal, ich greif jetzt den Crawler an. Wir haben ein Gebäude verloren. Ihr habt's gehört. Feuerfreigabe. Bringen wir dies sauber zu Ende. Ja, ich baue jetzt nur Flugzeuge. Ja, ich sehe da, weil der treibt hier Sparenzel mit mir. Das mag ich überhaupt nicht. Zerstören wir mal die ersten 3 Stück hier. Stealth-Einheit geortet. Und jetzt alle. Wir brauchen Kristalle. Komm mal her. Aha, da steht er ja. Hat seine Einheit vergessen. Sehr gut.